herzlich willkommen zum Gottesdienst. Heute soll das Thema Beten im Mittelpunkt stehen. Ihr habt es vielleicht schon gehört, an Pfingsten wollen wir zum ersten Mal wieder hier in dieser Kirche, in diesem Kirchgebäude wieder Gottesdienst feiern. Dafür braucht es bestimmte Hygienevorschriften. Am 25. Mai, ab dem 25. Mai, wird der neue Gemeindebrief ausgetragen. Und da findet ihr dann auch bestimmte Vorschriften, Hygienevorschriften, die wir einhalten müssen, um hier gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Beginnen wir hier schon mal mit einem stillen Gebet. Unsere Hilfe und unser Anfang steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Gott unsere Schuld. Vater unser, du bist im Himmel und du bist auf Erden. Aber im Himmel haben wir dich lieber. Deinen Namen führen wir ständig im Mund, aber ernst nehmen wir ihn selten. Dein Reich komme. Ach, natürlich gerne, aber lass dir Zeit damit. Lieber soll alles so bleiben, wie es ist. Wir fragen uns, was hat dieser Virus mit deinem Willen zu tun? Warum geschieht eigentlich nicht dein Wille? Dein Brot wandert immer noch viel zu oft in den Mülleimern. Ein Beispiel dafür, wie wir grob fahrlässig mit deiner Schöpfung umgehen. Uns fällt es schwer, der Versuchung zur Macht, dem Drang, sich durchzusetzen, zu widerstehen. So wurde das Böse grenzenlos. Ob dir Erlösung noch gelingt? Wir wollen darum beten. Amen. Ich lese die Weisung aus 1. Thessalonicher 5, 12 bis 22. Wir haben aber eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen.
die im Auftrag des Herrn für euch sorgen und euch zur Vernunft bringen. Begegnet ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe. Lebt in Frieden miteinander. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, bringt diejenigen zur Vernunft, die ihre geregelte Arbeit aufgeben. Steht den Ängstlichen bei. Helft denen, die in ihrer Überzeugung unsicher sind. Und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr, einander und allen anderen immer nur Gutes zu tun. Freut euch immerzu. Betet unablässig. Dankt Gott für alles. Das ist es, was Gott von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Löscht die Flamme des Heiligen Geistes nicht aus. Missachtet die prophetischen Weisungen nicht. Prüft aber alles und behaltet nur das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Bitten wir Gott um seinen Heiligen Geist. Unser Vater im Himmel, du, unsere tiefste Geborgenheit, wir haben Ehrfurcht vor deinem rettenden Namen und wollen dein Wesen in die Welt tragen. Die Kraft deiner Güte soll dich durchsetzen, die ganze Schöpfung ausfüllen und alles neu machen. Dein Wille voller Würdekraft soll die alles bestimmende Wirklichkeit sein. Gib uns heute so viel, wie wir brauchen, damit wir dir auch morgen vertrauen. Lass uns eintauchen in den Strom deiner Vergebung, sodass wir auch etwas zu vergeben haben.
Lass nicht zu, dass die Beziehung zu dir zerstört wird und rette uns aus der Macht all dessen, was uns von dir wegziehen will. Dir und deiner weltbewegenden Würde wollen wir Gewicht geben und alle Ehre. Amen. Die Lesung für heute ist aus 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 6. Meine erste und wichtigste Bitte ist es, vor Gott für alle Menschen einzutreten. Wenn ihr allein betet oder in Gemeinschaft, ob als Fürbitte oder als Dank, das gilt auch für die Könige und alle übrigen Machthaber. Denn wir wollen in Ruhe und Frieden leben, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. So ist es recht und gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn nur einer ist Gott und nur einer der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Der hat sich selbst hingegeben als Lösegeld für alle Menschen. Das gilt es zu bezeugen zu den festgesetzten Zeiten. Welchen Gelegenheiten betest du? Also wann betest du? Also wir beten, wenn wir frühstücken, beten wir einmal. Wenn wir Mittagessen, beten wir immer. Und wenn wir Abendessen und wenn wir ins Bett gehen, beten wir einmal. Okay, also viermal am Tag betest du. Morgens, mittags, abends und vor, dass ich im Bett gehe und manchmal, wenn ich alleine im Bett bin. Morgens, mittags, abends vorm Schlafen gehen. Also ich auch genauso vorm Essen immer. Und abends nach dem Essen machen wir ja auch. Ja. Okay. Gibt es jemanden, mit dem du öfters betest? Also ich bete oft mit meiner Mutter, aber eigentlich ist das auch sehr verteilt, eigentlich auch manchmal mit meinem Vater, mit meinen Geschwistern und so. Oder auch manchmal allein. Mit meiner Familie. Ja, Mama, Familie. Papa, also mit Mama, Papa, Schwester, ja. Bruder. Welches Gebet findest du schön? Ich finde das Gebet Unser Vater finde ich schön. Alle guten Gaben, alles was wir empfangen haben, kommt von dir. Wir sagen dir Dank dafür und segne Vater diese Speise für unsere Kraft von dir und preise Amen. Unser Vater. Unser Vater. Hast du schon mal für was Besonderes gebetet? Also in der Corona-Zeit habe ich gebetet, dass es bald aufhören soll. Nee, nicht unbedingt. Nee, eigentlich auch nicht unbedingt. Nur mein Vater vielleicht für, dass die Dürre weggeht. Wenn ich Angst habe. Ich lese uns Matthäus 6, 5 bis 8. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in den Synagogen
und an den Straßenecken auf, damit die Leute sie sehen können. Amen, das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und verriegle die Tür, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin, so machen es die Heiden. Denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Abends hat meine Mutter mit uns Kindern gebetet. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Und dann die Spieluhr aufgezogen, die sich im Wohnzimmer fand. Das sind meine frühesten Erinnerungen an das Gebet. Charlotte, Simon, Jochem und Malte haben uns gerade von ihren Gebetserfahrungen erzählt. Woran erinnert ihr euch, liebe Gemeinde? Ich denke, die meisten von euch erinnern sich gerne an ihre ersten Gebetserfahrungen und besitzen noch zumindest eine vage Ahnung davon. Vielleicht habt ihr aber auch schlechte Erfahrungen gemacht. Oder es ist noch gar nicht so lange her, dass ihr angefangen habt zu beten. Bei den meisten von uns waren es wohl die Mütter, die als erstes mit uns beteten, die die ersten Spuren in unser Gebetsleben legten. Weil wir ihnen vertrauten, haben wir mit ihnen gebetet. Und so haben wir gelernt, Gott zu vertrauen, uns ihm im Gebet anzuvertrauen. Almosen geben, beten und fasten. Es ist ein katechetisches Lehrstück, in dem Jesus die wichtigen Frömmigkeitswerke des Judentums durchgeht. Wie können wir vor Gott gerecht leben? Das heißt, wie können wir im Einklang mit Gott leben? Das ist Jesu Frage in diesen drei Lehrstücken. Wer in einem Chor singen will, muss lernen, die Töne richtig zu treffen. Dafür braucht es erstmal die Bereitschaft, überhaupt lernen zu wollen. Und um den richtigen Ton zu treffen, muss man lernen zu hören. Wie beim Almosengeben und beim Fasten geht es Jesus auch beim Beten darum, dass wir lernen, den richtigen Ton zu treffen, in Gottes Melodie einzustimmen. Gebet ist ein intimer Akt, etwas zwischen Gott und mir. Gebet ist eine Herzensangelegenheit, nichts, was man nach außen trägt, damit alle anderen es sehen und beurteilen können. Jesus spricht hier als Jude mit Juden über etwas, was für beide wichtig und wertvoll ist. Darum erst einmal Respekt für alle, die beten. Denn so schnell sind Menschen mit der Kritik zur Hand, andere beten ja nur wegen der Leute. Und oft entschuldigen sie damit, dass sie selbst das regelmäßige Beten schon lange aufgegeben haben. Alle Beter behaupten, sie sind doch sowieso nur Heuchler. Schnell ist man mit dem Urteil zur Hand. Hier allerdings kritisiert einer andere Beter, der selbst ein Beter ist. Ich für meinen Teil hüte mich, irgendwelche Kritik gegenüber Fußballern oder Mannschaften zu äußern. Ich habe von Fußball einfach keine Ahnung. Deswegen ist es besser, dass ich darüber die Klappe halte. Das intime Gebet im Kämmerlein ist Jesus so wichtig, weil erst dort ein vertrauensvolles Beten möglich ist. Ich brauche keine Angst zu haben, dass andere mir zuhören und meine Art und Weise zu beten kommentieren. Ich bin so geschützt. Kann mit Gott reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich kann mit ihm schimpfen, weil ich wütend bin
auf andere, auf die Lebenssituation oder auf Gott, weil er nichts tut. Ich kann vor ihm trauern, weil mir mein Herz gebrochen wurde und ich einen anderen Menschen so sehr vermisse. Ich kann auch jubeln, weil ich gerade richtig glücklich bin, mich gut fühle. Ich kann eindringlich beten, flehen, weil mir etwas ganz wichtig ist. Niemand geht das etwas an. Es ist nicht für andere Ohren bestimmt. Es ist allein etwas zwischen Gott und mir. Beim Beten gibt es auch keine klugen oder dummen Worte, sondern nur Worte, die aus dem Herzen gesprochen sind. Um befreit beten zu können, braucht es einen Raum, in dem ich vor kritischen Blicken anderer geschützt bin, vor den heimlichen Vorschriften und Erwartungen. Jesus ist es wichtig, dass wir in einem Klima des Vertrauens in Gott eintauchen. Wir können ihm alles anvertrauen, weil er vertrauenswürdig ist. Beten bedeutet vor Gott hintreten, nicht aus Pflicht, sondern aus der tiefen Sehnsucht, voller Vertrauen mit Gott im Gespräch zu bleiben. Darauf zielt Jesu Lehrvortrag übers Gebet. Grundvoraussetzung für das Gebet ist das Vertrauen. Alles beginnt damit, dass ich darauf vertraue, dass Gott Interesse an mir hat. Ich nenne ihn bei Namen, denn ich habe selbst bei ihm einen Namen. Ich bin ihm ausnahmslos wichtig. Darum brauche ich die Selbstachtung auch nicht bei anderen Menschen zu suchen, denn Gott achtet mich. Für Gott ist es auch nicht wichtig, wie lange ich bete, ob ich jetzt 2 Sekunden oder 2 Stunden bete. Viele Worte machen Menschen ja nicht nur, weil sie mit dem Beten toll dastehen wollen, sondern sehr oft ja, weil sie Angst haben. Sie haben Angst vor Gott. Die Götter der Heiden waren launische, cholerische und egoistische Typen. Da war es ganz verständlich, Gott oder die Götter erstmal durch viele Worte milde zu stimmen. Ein ganzer Schwall an Worten, bestimmte fromme Wendungen sollten dafür sorgen, dass Gott gut drauf ist. So denken wir Juden doch nicht über Gott, sagt Jesus. Wir haben doch die Psalmen als Gebetbuch und wissen, dass wir Gott nicht mit Gebeten besänftigen müssen. Also betet nicht heidnisch, sondern biblisch. Heidnisch oder biblisch beten ist für Jesus eine Grundhaltung. Entweder ich bete aus Angst oder aus Vertrauen. Heidnisches Beten fehlt das Vertrauen in Gott. Wer heidnisch betet, kann einfach nicht glauben, dass Gott unser Vater ist, der es gut mit uns meint. Heidnisches Beten findet sich auch heute noch bei Christen und in der Kirche. Wir führen uns dann auf, als ob das Kostbarste und Wichtigste von Gott nie gesagt worden wäre, dass wir Gott nämlich bedingungslos vertrauen dürfen. Darum beginnt Jesu Gebet ja mit dem so wichtigen Wort Vater, aber. Es ist ein Wort, welches das tiefe Vertrauen in Gott zum Ausdruck bringt. Ja, es gibt so viele Väter, die werden ihrer Aufgabe als Väter nicht gerecht. Kinder erfahren nicht, dass sie ihrem Vater bedingungslos vertrauen können. Eine Erfahrung, die für die Entwicklung von Kindern so wichtig ist. Manchen fällt es dann auch schwer, später Gott zu vertrauen, weil sie ihren eigenen Vätern nicht trauen konnten.
Aber nicht Gott nimmt Maßstab an uns Vätern, sondern umgekehrt. Wir Väter können Maßstab an ihm nehmen, indem wir das Gebet Jesu beten und uns so bewusst machen, was es heißt, nach Gottes Willen ein Vater zu sein. Hast du mich lieb? Fragt das Kind die Mutter. Liebst du mich? Fragt die frisch Verliebte. Das ist ja keine Informationsfrage. Natürlich weiß das Kind, dass die Mutter es liebt. Natürlich weiß eine Verliebte, dass der oder die andere genauso verliebt ist wie er oder sie. Aber man möchte es gerne nochmal hören. Man kann es gar nicht oft genug hören. Beim Beten möchte ich immer wieder neu erfahren, dass Gott mich liebt, dass ich ihm wichtig und wertvoll bin. Lobet den Herrn auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres, Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten, ihr Berge und alle Hügel, heißt es in Psalm 148. Wie soll das funktionieren? Wie will man Feuer, Hagel oder Schnee zu irgendetwas auffordern? Sie tun es einfach, schlicht und einfach durch ihre Existenz. Alles rings um uns herum betet. So tun wir Menschen es auf unsere Weise. Eben auch mit Worten, aber manchmal eben auch durch ein tiefes Seufzen, durch still gefaltete Hände oder durch ein freudiges Klatschen. Nur, wir Menschen sind manchmal so schrecklich kompliziert, so angstvoll, verkrampft, aufgesetzt und künstlich, wenn wir beten. Besonders, wenn wir in der Öffentlichkeit beten. Darum braucht es so dringend das stille Kämmerlein, damit wir das Beten und das Hören wieder lernen. Amen.
Die Kollekte diesem Sonntag ist diesen Sonntag für das Café Lichtblick in den Räumen der evangelisch-altreformierten Gemeinde Emden bestimmt. Das Café öffnet die Türen, damit Menschen Gemeinschaft erleben und Beratung in persönlichen Lebenslagen finden können. Der nächste Gemeindebrief wird ab dem 25. Mai verteilt. Dort findet ihr auch nähere Informationen über die Gottesdienste, die am Pfingstsonntag und Montag hier in der Kirche geplant sind und natürlich auch die Gottesdienste an den kommenden Sonntagen. Braucht ihr nochmal die Kontodaten und weitere Informationen, schaut einfach auf unsere Homepage. Dort findet ihr auch den aktuellen Grenzboten, den Jugendboten und den Gemeindebrief. Die heutige Predigt und neuere Zeitschriften findet ihr hinterm Gemeindehaus. Ein Dankeschön an Siegfried Kluth wieder für das Zusammenstellen des Filmes. Ein Dank geht auch an Jan Block, an der Orgel und an die Sängerinnen und Sänger, die das Lied mitbegleitet haben, an Hanna Blomendahl, an Charlotte, Simon, Jochen und Malte fürs Interview und an die Kamerafrau Lena Baus. Kommen wir noch einmal im Gebet vor Gott. Gott, der du uns Vater und Mutter bist, in den Schwachen bist du mächtig. In Verzweiflung und Not schenkst du Menschen neue Kraft. In das ewig gleiche Lied von Hass, Verbitterung und Tod bringst du einen anderen Ton hinein. Du machst uns fähig zu träumen, auch wenn wir uns das Ausbrechen aus unserem Elend verbieten. Du machst uns fähig zur Umkehr, auch wenn uns die Schuld niederdrückt. Darum singen wir ein neues Lied für dich in dieser bösen Zeit. Wir bitten dich für alle Menschen, die Gefangene der Umstände sind, die zu Tätern des Bösen werden, aus Wut über die eigene Not, aus Gedankenlosigkeit und Resignation. Lass sie erfahren, dass du Schuld vergibst. Und dass sie ihr Leben nicht auf die sogenannten Sachzwänge bauen müssen. Bring sie ab von einem Heldentum, das sich an Schwachen vergreift, und verwehre ihnen die banale Rechtfertigung, die anderen täten es ja auch.
Lass sie mit ihrem Leben ein neues Lied anstimmen, ein Lied zur Ehre deiner Gerechtigkeit. Wir bitten dich für alle Menschen, die gefangen sind in Trauer, Angst und Krankheit. Lass sie fühlen, dass du gerade ihnen nah bist, dass ihr Elend nicht das letzte Wort hat über sie, sondern dass ihre Klage dein Ohr findet. Du tust Wunder und befreist. Darauf lass uns hoffen, bis wir dein Leben in seiner ganzen Fülle sehen. Gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in die Woche mit dem Segen des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.